Der verheißene Messias, alayhi salatu wasalam, war einmal in einer religiösen Debatte mit Christen. Und die Priester in dieser Debatte kamen auf die Idee, taube, blinde und behinderte Menschen hervorzubringen und dann den verheißenen Messias, alayhi salatu wasalam, herauszufordern. Nämlich in diesem Sinne, dass sie gesagt haben, dass der Messias ja Wunder vollbringt und Kranke heilt, so soll doch bitte der verheißene Messias, alayhi salatu wasalam, diese Gruppe von Menschen heilen. Und als das präsentiert wurde oder diese Menschen hervorgebracht wurden, waren die Gefährten des verheißenen Messias, alayhi salatu wasalam, gespannt und einerseits auch besorgt, was oder wie der verheißene Messias, alayhi salatu wasalam, nun darauf reagieren würde. Der verheißene Messias, alayhi salatu wasalam, antwortete entspannt und sagte, dass ich nicht an solche Wunder glaube, dass der Messias jemals solche Wunder vollbracht hat. Aber ihr als Christen glaubt daran, dass der Messias solche Wunder erbracht hat. Und in der Bibel steht, dass auch wenn ihr einen Glauben habt, der einen Senfkorn gleicht, dann könnt ihr diese Wunder vollbringen. So danke ich euch, dass ihr diese Person gebracht habt. Und das ist nun ein Geschenk für euch, dass ihr laut der Bibel, wenn ihr auch nur Glauben habt von einer Größe von einem Senfkorn, dann sollt ihr doch bitte diese Menschen jetzt nun heilen. Die Priester waren natürlich beschämt und gedemütigt plötzlich, weil die diese Antwort auch nicht erwartet haben und haben schnell dafür gesorgt, dass diese Personengruppe von behinderten Menschen schnell wieder weggeschickt wird. Jal-Masih, Jal-Masih.